Willkommen im vierten Video und wieder dazu gesagt, dass ich keine persönliche Haftung übernehme über die getätigten Aussagen, da es eine persönliche Sammlung aus Erfahrung ist. Hier geht es um die, wenn ihr eine habt, Betriebsschließungsversicherung oder Betriebsunterbrechungsversicherung, auch genannt BUV. Sie greift nur, wenn euer Betrieb auch wirklich zu 100% geschlossen wurde. Da ist auch gerade das aktuelle Problem in weiten Teilen von Deutschland, aber es wird wahrscheinlich noch dazu kommen. Es ist erstmal wichtig, dass ihr in jedem Fall Ansprüche unverzüglich und beweisbar geltend macht. Das Schreiben von der zuständigen Behörde, die es angeordnet hat, ist einzureichen. Wenn ihr es zu spät meldet, kann euch unter Umständen ein Fristversäumnis vorgeworfen werden. Stand 20.03.2020. Brief von der DEHOGA. Üblicherweise leistet die Betriebsschließung, wenn aufgrund behördlicher Anordnung der Betrieb eines Unternehmens untersagt wird. Dieses betrifft überwiegend Gastronomiebetriebe wie Restaurants oder Hotels. Die Grundlage für eine Betriebsschließung kann eine Krankheit oder ein Krankheitserreger nach § 6 und 7 des Infektionsschutzgesetzes sein. Hier sind die Krankheiten und Krankheitserreger zunächst definiert. Die meisten Produktpartner, sprich Versicherung, verweisen in den Bedingungen auf das Gesetz und führen die Krankheiten und Krankheitserreger zum Teil sogar noch abschließend in den Verträgen auf. Corona ist derzeit, ist klar, nicht in den Paragraphen und Bedingungen explizit genannt. Die Krankheit, das ist gut für euch zu wissen, wurde per separater Verordnung Corona-V-Melde-V-meldepflichtig und ist damit dem Paragraphen 6 und 7 gleichgestellt. Ganz wichtige Information für euch. Entscheidend für den Versicherungsschutz ist daher, ob der Produktpartner, sprich die Versicherung, die Verordnung als Gegenstand der Bedingungen bewertet oder nicht. Hierzu gibt es derzeit sowohl von den Versicherungen als auch vom Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft sehr unterschiedliche Aussagen. Das heißt, es kommt auf die Aussage des einzelnen Versicherers an. Und was ich jetzt noch dazu setze, die sind sich selber nicht einig. Nach meinen Informationen gibt es zum jetzigen Zeitpunkt definitiv unterschiedliche Aussagen der Versicherer. Aus dem Grunde, setz dich bitte unbedingt mit der Versicherung in Verbindung. Ich weiß, es ist ein sehr heikles Thema. Einige Versicherungen haben schon zugesichert zu übernehmen, andere weigern sich. Es lohnt sich aber zu kämpfen und vor allem in die DEHOGA einzutreten. Wenn eine Musterklage geführt wird, machen Sie das und ihr seid nur mit an Bord, wenn ihr Mitglieder seid. Hier möchte ich auch noch mal eben was zur DEHOGA sagen. Es sind die Menschen, die gerade unsere Interessen in der Politik und zum Teil auch bei anderen Partnern, wie zum Beispiel der GEMA, vertreten und enormen Druck ausüben. Sie leisten gerade einen immensen Job. Und jeder, der vorher gesagt hat, die brauche ich nicht, sollte seine Aussage hinterfragen. Ich habe selbst aktuell Kontakt mit jemandem, der einigermaßen oben in der Kette steht bei der DEHOGA und die macht so einen geilen Job und die arbeitet. Eigentlich arbeitet die durch, die schläft nicht und ist immer mit Rat und Tat zur Seite und es freut mich sehr, dass die so einen geilen Job machen. An dieser Stelle danke an die DEHOGA. Wir sehen uns im nächsten Video. Hier geht es um die Infos rund um das Amt für Soziales Entschädigungsrecht, die LWL, sprich Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Dankeschön.